Ich habe viel gebastelt und jetzt haben wir neue Alerts, speziell für Sea of Thieves. Die testen wir heute und machen ein bisschen Athena. Hallo zusammen, mein Name ist Fitz Fuchs und mit Icehole gibt's mal wieder Sea of Thieves. Hallo, schön, dass du mitmachst. Danke für die Erinnerung, immer gern. Ja, gerne doch. Und hab's ja gerade schon gesagt, ich habe die Woche immer mal wieder abends, auch schon letzte Woche beginnend, an Alerts gebaut. Die sehen wir dann, wenn was passiert. Also wenn jemand resubbt, wenn jemand bits cheert, wenn jemand followed, wenn jemand raidet, dann kommt hier alles ein bisschen dynamischer rein und im Sea of Thieves-Style, also mit passender Schriftart und passenden Symbolen dazu. Alles so ein bisschen bewegt. Ich habe es ja schon mal grob angeteasert gehabt. Ich glaube, vor den Aufnahmen im Livestream mal kurz. Wer da dabei war, kennt da schon ein bisschen was. Weil ich wollte es, ich spiele so viel Sea of Thieves und das sehr gerne. Ich wollte das ein bisschen mehr individualisieren bei Sea of Thieves. Andere Spiele würden auch Sinn machen, wenn ich die noch spielen würde aktuell. Ich mache es jetzt nicht für den City Skylines oder so, aber zum Beispiel würde mir Overwatch 2 einfallen. Aber das ist ja aktuell sowas von kaputt gepatcht und ich weiß nicht, ob sie es noch irgendwann besser patchen oder wieder besser patchen. Deswegen kein Interesse, da jetzt groß was zu basteln, aber nur mal einmal ein Beispiel zu nennen, was noch für Spiele es gäbe, wo ich so viel Zeit investieren wollen würde. Würde ich noch Hunt Showdown extremer spielen, wäre Hunt Showdown auch noch so ein Kandidat, wo ich bessere Alerts machen könnte. Aber ja. Und das ist das eine. Ja, also das hatte ich schon länger im Hinterkopf, schön animierte Alerts zu haben für Sea of Thieves, die aufs Spiel wirklich münzen und die auch wirklich meine eigenen sind. Also so wie ich das gemacht habe in der Form, findet ihr die bei keinem anderen Streamer oder YouTuber. Weil das ist auch so ein bisschen mein Hobby, ne? Nicht nur Spielen und Streamen, sondern auch das Basteln drumherum. Und das hatte ich einfach Bock drauf und jetzt haben wir es da, jetzt haben wir es drin. Wird bestimmt nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen angepasst, ja. Aber so in der groben Grundform wird es bleiben. Und noch etwas habe ich installiert. Das hätte ich eigentlich schon längst machen sollen. In diesem Bot. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass der Bot automatisch checkt über eine API von einer anderen Webseite, was aktuelle Bots sind, die im Twitch in Umlauf sind. Und dann editet die in meinen Streamer-Bot. Weil ich hatte die ganze Zeit das Problem, mit dieser Watchtime, ne? Also wenn man mir zusieht, kriegt man die Zeit gut geschrieben und wenn da Bots mit dabei sind, dann kann ich da eigentlich nichts machen. Die mogeln sich irgendwann in der Topliste an all meinen treuen Zuschauern vorbei, weil die natürlich immer da sind, die Bots und die Zuschauer nur dann, wenn sie können. So, und dann musste ich immer die manuell rausfischen. Das hat immer sehr viel Zeit gefressen. Dann musste ich auf eine extra Webseite gehen, ich musste die Namen eingeben, bla bla bla. Und wenn ich die dann hatte, dann musste ich die in dem Bot dann suchen und musste die dann zur Kategorie Bots hinzufügen. Und dann IDMeKing, auch schön im Chat. Und dann, wenn die dann drin waren, dann musste ich noch die Variable rauslöschen, weil die haben ja schon Punkte gesammelt gehabt. Also musste ich die rauslöschen, bla bla bla. Jetzt habe ich es eingerichtet, dass wenn der Bot standardmäßig einmal startet, beim Neustart des Systems, dann checkt er automatisch, was für Bots gibt es neu bei Twitch und edit die in meinen Streamer-Bot rein. Und dann kriegen die gar keine Watchtime-Punkte. Das ist eine enorme Erleichterung. So, Kann man mal vorstellen. also ein bisschen was im Hintergrund passiert. Und als nächstes kann ich schon mal anteasern, die Seitenleiste wird so bleiben, aber vielleicht ein bisschen kompakter. Ja, muss ich mal gucken, weil wir haben noch ein bisschen Spielraum zwischen Kraken und Hai und ich könnte sie dann ein klein bisschen kürzer machen. Also ein klein bisschen gepresster, ohne dass es zu gepresst aussieht. Da muss ich mal rumprobieren die Tage. Na, das eilt jetzt nicht, die Seitenleiste ist aktuell noch funktional, so wie sie ist. Haben sie ja ein bisschen kleiner gemacht, aber da könnte ich noch ein klein wenig optimieren. So ein Grundgedanke dahinter. Was die Schrift auch hat. Du hast das ja mal erwähnt, du hast Probleme mit der Schriftart einmal gehabt, gell? Genau, das konnte ich nicht. Also ich habe jetzt meine Schriftart genommen, die also alles, was angezeigt wird innerhalb des Chatbots, was kein vorgerendertes Bild ist, ist dann in meiner Fuchsschriftart in weiß, weil diese andere Schriftart, die ich die ganze Zeit benutzt habe und auch gern wieder benutzt hätte, für eine Mitte anzuzeigen,
Da tut die Streaming-Software OBS halt die Buchstaben abschneiden, wenn die zu verschnörkelt sind. Also zum Beispiel das großgeschriebene R ist so geschwungen unten, dass es in den nächsten Buchstaben mit reingeht. Wenn da aber kein Buchstabe kommt, schneidet das ab. Und dann sieht das R sehr, sehr blöd aus. Halt beschnitten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das hat mich so sehr gestört, das konnte ich aber auch nicht beheben. Ich konnte es in Anführungszeichen beheben, wenn ich dieser Box eine Größe gegeben hätte, die fix ist und den Buchstaben. Das Problem ist, wenn der Name dann zu lang ist, gibt ja sehr lange Usernamen, dann geht er aus der Box raus und wird auch abgeschnitten. Dann wäre zwar eine Friedenskugel, nur in der Box rein. Dann wäre zwar der Name, also dann wären zwar alle Buchstaben gut zu lesen gewesen, aber nur so viele, wie ich zulasse. Ja? Und jetzt ist es halt so, wenn der Name größer ist, dann wird die Buchstaben automatisch kleiner und man kann den ganzen Namen noch lesen. So, und aber ich konnte beides nicht kombinieren. Ging leider nicht anders. Also von daher ist das so die Notlösung, die Kompromisslösung, mit der ich aber leben kann. So, hast du schon abgestimmt unten? Ja, ne? Ne. Dann stimme ab fürs Tauchen. Soweit haben wir ja alles eingesammelt. Ja, Loot habe ich auch alles. Hier war von oben alles runtergeholt. Also, soweit dürfte man passen. Eigentlich. Fuck, ich hab nicht repariert. Warte, ich repariere noch schnell. Na dann. Ich habe das Skelett Gallic gesehen zuerst. Schiff restaurieren. Hallo Traum, hallo. Hallo Traum. Ja, Kurzfassung für dich, die neuen Alerts sind da. Wenn jemand irgendetwas macht, du wirst sie sehen. Aber nur in Sea of Thieves. Schön, dass du anschaust. Und ja, noch bis ich das Problem hatte, war dieses Keckfass. Also dieses Fass fällt ja runter, explodiert dann. Und danach soll angezeigt werden in einem Fenster, wie viele Bits und so. Derjenige dann gespendet hat und der Name. Und das Ding war, das Fass kam dann runter, es explodiert, war dann weg und dann hat er als noch 3, 4, 5 Sekunden gewartet, bis es kam. Ich habe alles überlegt, woran es liegt. Bei Pausen hatte ich keine eingebaut. Dann habe ich herausgefunden, das Video ist zu lange. Das Video geht eigentlich nur 6 bis 6,5 Sekunden. Oh, 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 oh. Nee, du hast. Okay, also. Du hast eine Zuschauerserie erreicht, okay. Nee, das, ja, kann, ich genau. Nicht, das kann ich nicht abgreifen. Also, ich wüsste nicht wie, aber das brauche ich nicht. So. Ich dachte, es hätte jemand Bits gechillt. So. Und dann habe ich halt einfach die Wartezeit verkürzt. Ich habe halt gesagt, okay, blende das Video nach 6,5 Sekunden aus, weil dann ist es definitiv zu Ende. Und ja, jetzt passt das auch. Ja, da steckt halt der IT dahinter, also der IT-Experte da dahinter. Ja, also... Mit sowas zum Beispiel kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja, also es ist natürlich eine Art leichte Programmierung. Aber es triggert schon so ein bisschen das, was ich in meinem Beruf aufmache. Sprich, so Dinge kombinieren und dann gucken, dass es am Schluss ein gesamtes gutes Bild ergibt. Und wenn nicht, musst du Fehler suchen und so. Ja, das macht dann schon Laune. Oh, lass uns ruhig noch ein bisschen ran, warte mal. Ich sitze mir auf. Ja. Jeder Fall muss gesetzt bei mir schön nicht zugetucken. Also schön zugefahren. Bisschen im Lurk nochmal, alles klar. Und morgen nochmal arbeiten, Traum, okay. Dann viel Spaß im Lurk. Einmal treffen sie mindestens. Nicht immer, aber immer öfters. Leider. Da kommt der Treffer. Das ist immer dieser eine. Das ja, und der geht meistens auf mich. Aber das ja, haben wir unten ein Loch hoch. Oder nicht? Ja, Schack, wir segeln vorbei. Ja. Oh! Haben wir Loch. Der hat Traumbits gecheert. Wer ist segeln wollt? Ist die Hilfe kurz aus dem Morgen? Okay, dann verstehe ich das nicht, Traum. So, hi Mojito! Schön, dass du reinschaust, hallo? Hast du kein Profilbild bei Twitch? Jetzt erst. Du willst doch alles sehen.
Also ich habe auch Donation eingebaut über Ko-fi. Aber lass es. Da habe ich nämlich auch keine Ahnung, ob es funktioniert. Der Witz ist, die Standardwerte, wenn ich diesen Trigger teste, ist immer 42, weil 42 ist die Antwort auf alles, ja, vom Buch oder Film. Also Buch eigentlich, bei Anhalter durch die Galaxis. Und dann habe ich das getestet und da hat mir gesagt, ja, da hat jemand 42 Euro gespendet. Da wusste ich, okay, dann habe ich den Wert geändert in der Textdatei, habe gesagt 58, habe ich wieder Test gemacht, dann wieder auf 42. Und der ist dieser Streamerbot immer 42 macht. So, ich guck mal, ob jemand da ist, aber nö, es ist niemand da. Ich möchte nochmal erwähnen, dass Traum wieder vom Mojito im Stream war. Durch die Führung wird weiter ausgebaut. Hast du den Schlüssel schon gefunden? Nee, noch gar nicht. Ich hab jetzt kurz so ausgeschaut. Nee. Also das wäre ja skurril, wenn du jetzt den Schlüssel schon... Gut, also manchmal könnte auch theoretisch gesehen in jeder Kiste sein, die direkt außen unten liegt, ne? Sowieso. Aber hatte ich jetzt noch nicht. Ich verdanke dir für deine Witztraum. Wo sind denn die jetzt? Eiern die da oben im Dach umeinander oder was ist los mit denen? Sehr wahrscheinlich. Ja, die Bödeln eiern da alle im Dach umeinander da. Hm. Bah. Hier kommt jetzt mal. Ich bin böse. Ach, das kam auch Rito ab. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das funktioniert, dass er automatisch die Bots edit und jetzt theoretisch gesehen nie wieder sich Leute nach oben mogeln. Es sei denn, ich würde einen 10-Stunden-Stream machen, in den 10 Stunden. Oder sagen wir 12-Stunden-Stream machen. Und in den 12 Stunden würde sich ein Bot nach dem Start erst nochmal einklinken oder neu erstellen auf Twitch. Dann könnte das mein Skript nicht abfangen und könnte den Bot nicht sperren und dann könnte er es theoretisch nach oben mogeln. Ja, mein Gott. So, dann gehe ich mal ins zweite Stockwerk. Ich muss dann noch an meiner kleinen Butterbrot streichen. Also. Alles gut, wir haben alle Zeit der Welt. Ja, wir sind nur Meeresfahrer. Genau. Ich wette, sie werden dann wieder bei dir umeinander eiern. Sorry, wenn ich so ausdrücke. Umeinander. Ja, alles gut. Schau, was du willst. Ich hab das Gefühl, die kommen nicht mehr runter. Ich hab das Gefühl, die sind immer oben. Mhm. Und also ganz oben und kommen nur runter, wenn. Ja, wenn halt keiner auf dem Zwischenweg ist oder so. So, jetzt bin ich aber schon wieder hier an Punkt, wo ich sag, jetzt so langsam müsste der Schlüssel mal kommen. Sonst suche ich wieder. Ah, da ist er doch. Meckern hilft! Bist du jetzt mit Toto Geist? Mei. Weniger schon. Gucken, ob wir wieder zwei haben. Jo. Ich hoffe, die schießen jetzt nicht aufs Keck. Sonst haben wir fett im Arsch. Okay, ich hab die zwei. So wieder runter, kann ich gleich noch ein drittes reinlagern. Ah ja. Gucken wir mal, ob andere Schiffe kommen. Bisher aber mal nicht. Hey. Nicht ins Wasser.
Habe ich übersehen hier? Sind sie bei dir oder nicht? Ja, ich glaube, hier ist einer verbuggt. Nein, das dann wieder. Ja. Sonst hätten wir im obersten Stock einen Keck, da kannst du nur einen Luftjagen damit aus der Wand rausballern, sag ich mal. Mhm. Ja, da ist noch ein. Jetzt müsste aber da sein, oder? Los Machos müsste jetzt kommen. Wo sehen wir ihn noch nicht? Das ist der Grafikbug. So, alle bei mir. I'm coming. Unten am Eingang. Moment. Ich muss gleich. Weißt du, was ich mitnehmen kann an Aids ist. Ah, der Boss ist eh schon bei mir rum. Da. Immer das gute Essen dabei. Oh ja. Yeah. Versuch mich zu töten. Das ist überhaupt kein Thema. Los Muertos. So, und theoretisch gesehen müssten wir jetzt, bevor wir weiter segeln, Schleierbahn machen. Zum Außenposten fahren und abgeben. Dann abbrechen, dann tauchen wieder, weißt du? Jede Stücke was zwischen den Abgabe. I'm understand. Ja, verstehe ich schon. Kannst du da bei die Schätze um mich haben, dann kann ich meine kleinen gleich ein Butterbrot machen. Ja, mach. Ich bin ja am Plündern. Alles gut. Weißt. Bin nämlich eh schon durch. Muss nur noch das eine Fass dahintern. Ja, 1. März jetzt heute und noch kein offizielles Statement. Ich hätte nochmal auf den Discord gucken können, bei Pioneers of Agonia habe ich aber nicht. Weil ihr gestern schon gesagt, dass ich so ein bisschen schade finde, dass es keine offizielle Meldung gab. So mit, ey Leute, wir packen es nicht. Wir haben gesagt, Februar kommt der Fischer. Hat offensichtlich nicht geklappt. Wir halten dich auf dem Laufenden, wir sind dran. Ja. Das hätte ich eigentlich schon erwartet. So eine kleine offizielle Meldung auf den Kanälen. Social Media und Steam hat ja auch so einen News-Bereich. Zu kommen zum Community-News-Bereich. Hätte ich ehrlich gesagt schon erwartet, finde ich ein bisschen schade, dass es nicht gemacht haben. Deswegen mag ich das Spiel trotzdem noch und werde es auch weiterspielen und freue mich auf kommende Updates, aber ja. Trotzdem, das hätte ich gut gefunden. Kommunikation mit den Fans ist immer wichtig. Oh, das ist ein Haufen Kugeln, ja. Ich hab die Brille irgendwie vertatscht, ne? Ja. Die Nase gebe ich dann am Handrücken an der Brille vorbei und schon ist Schluss. Und schon ist Schluss. Ja, stimmt, Bretter gibt's ja nur.
Ah gut, Bretter immer genug haben. An Brettern wird es nicht scheitern. Würde mich schwer wundern, wenn. So, kugelnmäßig, ja, das reicht zumindest. Und wollen wir nach Ananas gucken, was ist halber. Ja, das ist halt pervers, ne? Neunmal Ananas. Die wissen auf jeden Fall, wie man sich's gut gehen lässt. Diese Geister. Zumindest wenn man Ananas mag. So, holen wir mal hier eins mit. Zack. Haben wir hier. Gehen wir auf da. Und jetzt müssten im günstigsten Fall noch drei da sein. Einmal. Zweimal. Einmal. Schon mal ab für Schleierbahn. Yes. Nehmen wir erstmal die teuren Sachen an Bord. Lieber einmal zu viel paranoid, als dass ein Schiff aus dem Nichts kommt. Getan. Baby. Nein, nicht Platz nehmen. So. Da hinten noch auf. Weil die nur mehr Kisten, oder? Und dann unten Schiffsschreit haben wir. Genau, nee, wir haben alles durch. Bitte nochmal, das habe ich jetzt ganz nett akustisch nicht verstanden. Wir haben alles eingesammelt, wir können weiter. Du kannst abstimmen okay. für Schleierbahn. Alright. Und dann segeln wir zum Ancient, gerade nach unten. Da haben wir das erstmal wieder was, eine Frikadelle ans Ohr. Hoppala. Danke schon. Ja, wir müssen nach Süden. It's good to see you. The quest you're about to embark on isn't about gold or even glory. It's about protecting the life we hold dear. This is the veil of the ancients. It holds the power to open a permanent doorway to the sea of the damned. With this power, the boundary between our sea of thieves and the sea of the damned, okay, and memories can become real. Yeah, links, 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 die Insel links. Ganz links. Südöstlich, ja. Hab's gesehen, hab's. Da unten. Sonst fahren wir Kilometer weit vorbei. Braucht man ja eh die Kilometer. Ja, das schon auch wieder. Retrieve the Veilstones and I'll make sure the Veil of the Ancients never.
never falls into the wrong hands. Everything you need to know is in your quest book. Good luck. I'm counting on you. Weißt du, was genial wäre, wenn einmal bei dem Buch da noch Dings dabei wäre? Ein Schiffsraid, also wo man Schätze suchen müssen. Ach so. Dann schaut sich das einmal aus auch. Das stimmt, ja. Hey, keiner da. Das können wir umtragen, da brauchen wir nicht einmal Hupen. Das ist ein 3-Hüpfer oder sowas. Nur 4. Geteilt durch 2. Sind es 2,5. Wenn du willst, kannst du noch mal kurz mit der Lagerkiste rum. Ich müsste ihn noch mal kurz schiffen. Aber wir brechen hier jetzt mal ab. Moment. Abbruch. Ah, muss ein bisschen höher gucken. Genau. Missionstisch benutzen, Seefahrten, Athenas Segen, Raubzug. Ja. So, ich brauche aber noch mal was zu essen. Kokosnüsse. So, ich gehe ganz, ganz kurz auf die Toilette. Mal gleich weiter segeln. Ist gerade niemand hier in Sicht? Kein Problem. Nö. Jetzt. Ich schaue, dass ich da ein bisschen was plündert. Alles klar, bis gleich. Thank you.
So. Da bin ich wieder. Auch schon wieder an Bord, oder? Nein, noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz durch. Weißt du, wenn ich was abklappert, dann klappert die alle noch. Na gut. Bei den Außenbossen kenne ich so relativ so ziemlich fast überall, wo die Kisten sind. Das ist halt viel zum Rennen. Das stimmt. Vor allem da bei dem. Relativ verzwickt ist und verzweigt. So, also ich habe Kugeln, ich habe Essen, ich habe. Ach komm, ich kann jetzt zwei Keulen brutzeln in der Zeit. Wir kriegen relativ viel Magic jetzt gerade. Das ist gut, wenn es zum PvP kommt. Da sehen wir es. Sich ist sowieso kein Land. Aha. Sap. Jetzt haben wir alles. Ja, aber auf YouTube letztens auch. Ey, da ist er. Warte mal kurz. Kann ich verkaufe gleich was. Ja. Nee, 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 nein, 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 nein. Am Ende, am Ende, am Ende. Jetzt und hätte es verkauft. Ich hätte es verkauft gleich. Na, Google haben wir denn? Weißt du, was man... Ich habe... Bringst nur 6 Stück mit gerade, ne? 56 habe ich drinnen. Ah, komm, wir können es auch später abgeben. Ja, aktuell nehmen wir lieber jede Kugel mit. Ja. Und ich wette, wenn ich dann reinschaue, dann haben wir so 200 drin. Ja, schon klar. Ich hole mal welche raus. Achso, ja, okay. Muss ich erstmal leer machen, ja. Haben wir nur eine. Wir kriegen gleich ein paar Lagerkisten. So viel kann ich verraten. Yes. Den wird's okay, gleich. Du wirst den roten Schiff straight machen. Nee, nicht wirklich. Da gibt's zu wenig für die Flagge. Okay. Ah, du willst mit der Maris was machen, oder? Nee, wir tauchen jetzt direkt zu den Skelettschiffen. Oh, okay. Können wir Pfaff machen? Können wir statt einem Skelettschiff vielleicht ein Pfaff machen? Ein was? Also ein Skelett vor. Können wir als drittes machen, wenn du willst. Okay, wäre cool. Ich habe nur 10 Kugeln drin. Na, ich weiß, die habe ich gerade reingelegt. Du hast ja gerade leer gemacht denk alles. So. Du verstehst? Denk mal so. Gut. Wo kommen diese 10 Kugeln? Das denn? Ja, genau. Das war so ungefähr die Frage so. Schadet nie, wenn da ein paar drin sind. Ich hol mir noch 10 für mich und dann fertig. Dann stimmen wir mal ab. Ja, und dann können wir lossegeln. Ja. I give the sails. Jetzt haben wir 150 drin. Und ich habe noch mal 10 einstecken. Oh, da sind noch 2. Guck mal da runter. Feuerwerk sind wir ein bisschen mau heute, aber... Haben wir nie gebraucht. Friedenskugel Nummer 3, Grockkugel, Ballastkugel, die Ankerkugel und die Ballastkugel ist fies. Schießt die Ankerkugel, angeln sie. Schießt die Ballastkugel, sitzen sie tiefer und dann schießt noch die Löcher rein. Nur zuerst die Löcher rein und dann die Ballastkugel, weil dann kriegen sie noch mehr. Und dann aber die Löcher machst du ja schon, weil sie haben ja Anker, weißt du? Du brauchst halt 2 Kanonenkugeln auf. Also 2 Kanonen auf einer Seite, dann tut man sie leichter mit Löcher machen, glaube ich. Wenn wir ein Beiboot finden oder sowas, das wäre nice. Kann man nicht noch eins nehmen? Ja. Nur noch einen letzten Sank nach. Okay.
Da geht's nach oben. Ich find's halt geil, weil jetzt, wenn wir auftauchen, tauchen die anderen direkt mit uns auf und da können wir genau sehen, wo sie rauskommen. Ich fahre, du ballerst. Okay. Du bist schneller beim Senken. Ja, okay. Rechts. Sie kamen meistens rechts beim ersten Mal. Machen wir Pech haben, dann ist ein zweites Schiff schon dabei und dann kommen wir uns rechts. Okay, rechts von uns kommen sie. Links habe ich nichts gesehen. Ich konnte nicht nach links gucken. Ja. Wir würden ein bisschen rechts dran. Wir kriegen immer diese Scheißflöten. Sorry, diese blöden Flöten. Immer diese. Hast du die Segel ein bisschen angepasst? Ja, ne? Ja, okay. Habe ich schon. Habe ich alles schon. Kanone ist weg, dann hinten, dann vorne. Dann wieder Mitte, dann wieder hinten. Okay, das war's schon. Hab's gesehen. Hab gleich hochzogen. Das ist gut. Kein Loch. Wie passiere ich dabei? Ein Loch? Ja, keins. Warum kümmere ich mich? Also, keins. Naja, also das, was wir zu Anfang gekriegt haben, weil wir aufs Vor gefahren sind und die haben uns angeschossen. Mhm. Rechts von uns waren die Möwen. Naja. Ist das? Ja. Müssen gleich hochkommen. Ah, da rechts ist er. Okay, weiterfahren. Forgive sales. Ist er weg vom Felsen vielleicht? Bin dabei. So, Lagerkiste ist verstaut und ausgeräumt. Schädel trage ich runter. Schon wieder geladen, die ist noch nicht geladen, die ist jetzt geladen. Neue Kugeln habe ich. Wir sind noch im Radius. Ah, fahren wir lieber wieder rückwärts. Dabei fahren raus. Oh, da kommt ein Schiff jetzt. Oh, Marco, wahrscheinlich spawnt es dann genau bei uns. Ja, das ist sowieso. Nicht auf uns drauf. Na, das ist so wahrscheinlich. Ah, da kommt's. Boom. Warum driften die immer so weit auf? Ich glaube, wir werden den Segel brauchen, oder? Oder kommst du hin? Ich treffe die, ja. Ich glaube, ich treffe gerade mehr oben als an der Seite. Das war's. Oder? Ja. Oh, schaut so aus. Die können nix. Gegen Fitz doch nicht. Mal Kugeln nach in der Mitte. Immer wieder welche. So, da ist jetzt auch maximal ein Schädel und ein eine Kiste, ne? Ausbeutemäßig ist da nicht recht viel dabei. Ah, nicht am Schluss, da kriegen wir vielleicht höchstens zwei Schädel dazu. Ja. Möwen sehe ich, aber Loot ist noch nicht da.
Ich sehe auch noch keinen. Schau mal, entfernen war. Kommst hin, oder? Ja, die Wellen sind fies, aber ich müsste alles haben. Ja. Also es wieder Bewegung bringen und gucken, dass er wieder Richtung... Am besten wieder rumdrehen. Weil das ist hinter uns, die Wolke. Aber komischerweise seit Tagen spawnen wir immer in der Region. Ja, aber ich glaube, das ist so gewollt, dass das immer in der Mitte stattfindet. Ja, aber da die Felsen, die blöden. Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich habe das Gefühl, auch wenn diese Flotte ist normal, mit Rot am Himmel, ist die auch immer an derselben Stelle, immer in der Mitte, wo die Felsen sind. So, habe ich Kugeln? Ja, habe ich nachgeladen? Ja, dann warte mal, wo er rauskommt. Links oder rechts? Links. Ich sehe links eins, ja. Ist rechts auch was gekommen? Nein. Okay, gut, dann haben wir nur einen. Und da können wir schießen. Also ich glaube, die Distanz müsste passen, oder? Wir werden sich gleich wehren, also da werden wir jetzt Löcher kriegen. Bin ja wieder. Na, so geht's ja nicht. Ankerkugel hat es nicht. Ja, ich kann nicht umlenken. Wir kriegen ein paar Löcher, weil der Felsen hier rechts von uns ist. Friedenskugel? Ja. Warte, ich zünd jetzt mal einen Deck kurz an. Okay, aber wir müssen weg. Ja. Sonst kann ich nichts treffen. Ja, aber wir können nicht rechts von uns, weil der Felsen von uns ist auf der rechten Seite. Das geht nicht. Ich muss ein bisschen Speed geben, das kann ich machen. Aber mehr kann ich nicht. Ich glaube, die Distanz müsste passen, oder? Die Wellen sind gerade fies. Fies hoch. Da kannst du aber nichts für. Muss auch nicht tiefere Wellen haben. Jetzt sind sie höher. Jetzt kann ich unten treffen. Ich habe ihn nicht unten. Ah, wir dürfen na, keins haben. Na, da war es in der Truppe. Wir sind dann wieder zu nah jetzt. Ja, ich weiß. Ich bin. Hallo, komm mal. Nein, nee, schon wieder das selbe Loch. Ja, okay. Kann nichts machen, ne? Ja, okay. Genau parallel mit dem Volljoke voll. Ich kann mich immer mehr wehren. Wir müssen Bewegung schon weg. Oh, jetzt haben sie mich gehittet. Kannst du mich holen? Ja, sicher. Wir bringen uns ein wenig mehr aus dem Gefahrenbereich raus. Alter, warum geht's nicht? Weil die Lagerkiste direkt vor dir ist. Okay, dann lass dich frei. Was? Nee, ich lass freikommen. Ja, musst freilassen. Dann fahr lieber weg, als wenn ich untergehen oder so. Ja, ja. Die haben wir ja dann gleich. Wir bringen uns immer aus dem Radius. Komm schon, bring uns da raus. Kannst du einen Steiger gehen, ich repariere.
Fuck. Reaper. Wir kriegen jetzt voll die Hucke voll. Ich muss so einlenken, es geht nicht anders. Ja, ja, passt schon, passt schon, passt schon. Ich kümmere mich um unten drunter. Wir müssen nur schauen, dass wir kein Dings kriegen. Man macht's noch zu. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir segeln jetzt einfach in die Richtung weg. Cool. Wer trifft uns denn? Hängt uns die Schaluppen. Fuck, wir haben zu viele Löcher. Nein! Nein, unser Mast! Super. Läuft das mit dem Osten? Scheiße, Mann. Du musst mir helfen. Ja, ich komm schon. Aber die fünf Leicher. Ja, der schießt gleich von rechts nochmal. Ich hab ihn einmal repariert. Schipp, schipp, schipp. Wir gehen unter. Bin dabei. So schnell. Nein, das war's. Oh Mann, jetzt müssen so PvP-Idioten kommen. Und warum hat das ganze Schiff die ganze Zeit auf uns geschossen? Warum hat es die ganze Zeit auf uns geschossen, Mann? Das sind zwei gewesen. Also, ach, ist wieder so typisch. War ein Reaper, oder was? Ja, der, warum hat es nicht auf den Reaper geschossen? Wir sind nicht weggekommen. Weil es uns fixiert hat. Ist doch kacke, ey. Naja. Ladescreen ist. Ich hab mir in der Brücke, hat er mal erwartet. So, wo ist die Schlacht? Wir segeln direkt hin. Mhm. Außer sie machen jetzt das. Klar machen sie es, aber ist mir scheißegal. Nimm die Meldung, Frau zur Not, wenn du es schaffst. Ranger da. Okay. Ranger da. Ja, na, ist schon nicht ganz gekommen. Mach die Segelkraft zu. Segel zu. Leider keine Zauberkugeln und kein Nix. Scheiße, Mann. Mann, ich hab die zu spät gesehen, aber wir haben auch ständig die Hucke voll gekriegt von dem Dreimaster. Der ging einfach wieder nicht unter. Das macht echt keinen Spaß mit ihm. Wir haben so viel reingeballert. Aber wir dürfen nicht parallel zu dem stehen. Nicht beim Dreimaster, da krieg ich die Hucke voll, da kann ich nicht dagegen schießen. Ich hab dabei unten. Ja, das ist unsere Schuld gewesen. Ja, also das, da hätte euch was sagen müssen, ne? Wir können nicht mit dem parallel fahren, der schießt mit vier Kugeln ab, der schießt mit viermal auf uns. Und ich kann nicht immer aufgrund des Wellengangs die irgendwie versuchen, oben wegzuschießen. Ja. Und dann kriege ich auch unten keine Löcher rein. Das heißt, ich muss gucken, dass ich die irgendwie von der Seite erwische oder von schräg. Aber wenn die direkt parallel fahren, knall die uns Stoke voll. Dann kannst du unten so viel reparieren, wie du willst. Na? Die Reaper haben nur abgestaubt. Die haben gar nichts gemacht. Die können gar nichts. Ja, Zelle ist weg. Also der Schlacht ist weg. Ja, aber ich sehe die Reaper. Hm, die werden dort sein. Die sind ja gleich beim Schnitterversteck. Die brauchen nicht. Sonst passen wir so am Schnitterversteck auch. Ich sehe sie schon.
Besonders, warum habe ich Schaden? Ich bin doch gar gestorben. Ah, wir haben ja nichts mehr zu futtern. Hey, shitty. Aber wie ich auf die Karten geschaut habe, wir waren ja weit heraus und wenn man begonnen hat, war nur Carry. Die können ja auch hertauchen. Das ist das, was ja, ich ja so dumm finde an dem Tauchsystem. Einerseits ist es cool, dass du direkt irgendwo schnell hinkommst, aber andererseits, oh, ein Reaper plötzlich auf der Map. Oh, ein Stufe 5 Reaper, der ist garantiert hergetaucht. Der wollte ja unbedingt zum nächsten Schiffsgrade. Damit er seine Flagge hochstecken kann. Und ich gebe dir auch recht, das ist immer in der Mitte und es ist immer direkt beim Schnitterversteck. Das ist ja auch scheiße. Landerbass. Wind hat gedreht. Die geben garantiert Leo. Na, die dran. Die dürften uns gesehen haben. Ja. Wir gehen da rüber, wir rammen die, ich spring rüber, ich setz die in Brand, ich mach die nass. Die gehen, ich ramm Felsen, die gehen sowas von unter. Beziehungsweise ich hau einen Anker rein und dann knallst du sie weg, also. Jetzt haben sie wieder links hoch gemacht, warum auch immer. Wahrscheinlich dann was looten. Ja. Holen wir uns gleich alles wieder. Wir drehen. Drehen sich auf der Stelle. Ja, dann das Lenkrad eingeschlagen. Aber was die da? Ich gehe rüber. Ich gehe rüber, du ballerst. Mhm. Und segelst um die drumherum. Musst halt gucken, dass du mit dem Segel dann ein bisschen runter machst oder so. Ja, ja. Ich mach auf Halbmast und segel drumher. Ich ramm sie aber, gell? Sag ich da gleich. Weiß ich noch nicht. Müssen wir nicht unbedingt. Oh, das hört sich gleich brutal an. Aber da musst du auch erstmal Löcher stopfen. Ja, nee. Lass uns nicht rammen. So, Segel halb. Und ich knall auf sie. Ruhig noch ein bisschen näher ran. Ja, bisschen mehr rechts. Weiter rechts. Bin dabei. Keine Kugeln mehr. Ja, und sie treffen natürlich sofort mit der Kettenkugel, ist klar. Sag rechts ein. Bin
noch um die Felsen. Warte, im Kreis um die Felsen. Wow. Oh, nicht einmal, ne? Wir fahren um den Felsen um. Okay. Ja, links rum einschlagen. Wir schießen uns im Rücken. Mach Segel runter. Da komplett nach links sein. Wir sind jetzt weit entfernt. Jetzt mal treffen, das gibt's noch nicht. Ja, endlich. Ich versuche. Keine Kugeln mehr. Wegsegeln, wegsegeln, wegsegeln. Segel runter und wegsegeln. Steuerrad im Arsch, Steuerrad im Arsch. Nein. Links hin. Warte. Unser Mast geht schon wieder unter. Es macht keinen Spaß, ey. Es macht keinen Spaß. Und klar, treffen sie jetzt natürlich alles. Jetzt hier wieder hoch. Ja, wir sinken gleich, wenn wir nicht was dann. Ja, es geht natürlich sofort wieder unter, ne? Ist klar. Segel runter. Ne, wir sind nicht wieder untergegangen. Ja. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Genug Sea of Thieves heute, das nervt mich nur. Okay. Sind wieder die Schwitzer unterwegs, das macht mir keinen Spaß. Du willst normal ein bisschen leveln und sofort kommen die PvP-Schwitzer. Hier hab ich keinen Bock. Verstehe. Dann lieber Sonntag wieder gemütlich segeln. Tut mir leid, aber das nimmt mir einfach den Spielspaß. Ne? Also, wie gesagt, ich bin nicht der Beste im PvP in der Hinsicht. Ich hab da nicht so. Bin ich ja auch nicht, aber das ist dann wieder der absoluten Spitzer unterwegs und das nervt halt ohne Ende. Ja. Und dann, dann tue ich meine Zeit lieber anders investieren. Ja. Mich noch ein bisschen für morgen vorbereiten. Weil das ist halt einfach nur deprimierend. Ja. Verstehe ich. Ja. Also, sonst wird es mir jetzt noch zu spät. Ach Mann, das ärgert mich jetzt. Wir wollten doch nur ein bisschen gemütlich PvE machen. Na gut, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja. Und bis die Tage. Ciao, ciao. Bis die Tage, ciao. So, gehen wir mal aus dem Discord. Ja, das war eine kurze Runde Sea of Thieves. Eine knappe Stunde, aber... ich mag halt kein PvP in dem Spiel. Bei Open World PvP können wir uns mal bedingt verteidigen, das klappt. Aber wenn du, die waren jetzt gut, die machen wahrscheinlich ganz da nichts anderes außer PvP und lachen sich jetzt ins Fäustchen, dass sie uns versenkt haben. So ist das Spiel, es ist Sea of Thieves, nicht Sea of Friends, ich weiß das. Aber das nimmt mir halt den Spielspaß. Ich gehe PvP eigentlich gerne aus dem Weg, es sei denn, ich melde mich wirklich gezielt für an. Dann mache ich das auch mal, diese Gaudi mit. Aber die haben jetzt halt auch wirklich gewusst, was sie machen und wir haben uns auch wieder schlecht angestellt. Ich natürlich auch, ganz klar. Weil ich auch nicht so der PvP-Spieler bin in dem Spiel und halt auch nicht ganz so gut. Und die haben jetzt am Schluss wieder alles getroffen. Von daher schwierig, ja. Auch gerade mit der Sloop ist nicht so ganz unseres und macht auch nicht ganz so viel Laune. Aber na gut, am Sonntag wahrscheinlich. Mal gucken, wie viel wir sind. Die Sonntagspiraten mit Sea of Thieves, dann spielen wir es nochmal. Und ich gucke jetzt mal, ich hoffe auf den Pioneers of Pagonia Patch und auf ganz viele andere Patches von diesen vielen Early Access Titeln. Also, das sage ich schon seit Dezember, dass es Early Access Titel gibt, die ich auf der Liste habe, wo ich endlich auf Patches warte und irgendwie passiert nichts, ja. Ganz vorne mit dabei, Cities Skylines 2, das teuerste Early Access aller Zeiten in meiner Gaming-Geschichte. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Titel, wie Rising, können endlich mal zum Abschluss kommen. Das sind so viele Titel, wo ich auf finale Patches warte. Wo ich dann wirklich sage, und jetzt such dich nochmal rein und da gehen wieder 20, 30, 40 Stunden drauf, weil ich habe Bock auf dieses Spiel. Aber ich fange jetzt nicht nochmal kurz vor Ende an und bei so Spielen und da gibt es einen Patch. Man heißt, hupala, Safe Game wieder weg, muss erst von vorne anfangen.
Oder es gibt gewisse Features nicht, wie es gibt kein Gold auf der Karte, wie bei Golden Medieval ist, glaube ich, der Fall war. Oder ich hätte Hügel nehmen müssen, wie auch immer. Na, also das sind alles so Sachen, ja, Hotfix Medieval nenne ich es ja, weil da passiert ja ein Hotfix nach dem anderen. Aber irgendwie die bekannten Fehler werden irgendwie nicht behoben. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, nervig. Von daher hoffe ich, dass da jetzt langsam mal was passiert, weil wir haben jetzt März. Und gefühlt ist für mich bei diesen vielen Early Access Titel, die es da sind, die ich ja sonst sehr mag oder immer noch mag, patchmäßig wenig bis nichts passiert, weswegen ich halt viel Sea of Thieves gemacht habe, ein bisschen Enshrouded und so, ja klar, mache ich auch alles mal wieder weiter, aber ich würde halt gerne die anderen Sachen mal zum Abschluss bringen. Vielleicht mache ich mal wieder Red Dead Redemption 2, dass ich das endlich abgeschlossen kriege. Gucken wir mal, ja. Auf jeden Fall ist jetzt an dieser Stelle Schluss. Und zwar für den Livestream wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.